Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to D. Wir werden jetzt mal losdüsen und ein paar Schweinchen holen. Und zwar zum Schlachten. Wir haben ja noch ein schönes Haus in der Nähe gehabt, wo schöne viele Schweine waren. Ja. Genau, richtiger Weg. Ich muss ja kurz überlegen, ob wir den richtigen Weg sind, aber Fahrrad nach wie vor, na gut. Also wir sind schneller als zu Fuß. Aber wir haben Hunger, wir brauchen was zu essen. Letztes Fleisch war ruhig mir gut. Also heißt das nicht so viel. Oder gleich alles essen. Ne? Wir schauen mal hier, gibt das so schönes. Naja. Waren wir hier schon mal einen Tag? Kollegen, einen halbstarken. Bevor hier mein Fahrrad klaut, ne? Junge, Munition sparen. Teuer genug. Nehmen wir einen satten Bauschuss. Okay, hier drin sind Wildschweine und zwar nicht wenige. Das Riesenvieh in der Mitte lassen wir immer am Leben hier, ne? Aber hier die anderen. Zwei können wir mal unser Jagdmesser testen. So, das war ein Streifschuss, den ich daneben. Wenn die sich noch einmal nicht so bewegen würden und still stehen. So, hier war ein Nest. Falls wir noch eine Armbrust haben werden. Hier waren keine Ressourcen wichtige, ne? Ne. Da kommen wir nicht rein. Für unser Schweinchen nehmen wir eine Pistole. Na, tut mir noch weh. Ich weiß, hier waren noch mehr Schweine. Genau. An denen kommen sie beschissen ran. Müssten wir erstmal erschießen? Dann wären wir auf der sicheren Seite und dann könnten wir das mit einer Picke sogar leichter öffnen. Das ist hier flache Steine. So. Der kommt raus, dann brauchen wir ihn nicht lange kümmern. Wenn wir rauskommen, müssen wir nicht rein, ne? Ich glaube, der ist sauer. Das ist ein Eber, ein Hotter Tower. Wenn so geballte 100 Kilogramm auf ihn zukommt oder bis mehr, das ist schon wuchtig.
brauchst du denn noch? Gib doch mal Gas. Also die Dinger sind in Arbeit, unsere Geschosskerne, über 200 Stück. Dann haben wir gut 200 Munition daher. Dann kommen wir über die Runden. Hast mich enttäuscht. Mal sehen, gleich noch so, mal sehen. Unseren Jagdmesser mal testen. Na, wird nix. Kriegen wir ein bisschen XP und ein bisschen Schrott. Da kommen wir nicht durch, aber das ist leichter. Hätten wir auch machen können, ne? Das wäre leichter für ihn gewesen. Gucken. Ducken. 3. Das stimmt. Mit Messer kriegen wir mehr Fleisch raus. 30 Stück. Das reicht für heute. Da können wir uns beruhigt. Bin ich so schwer beladen, oder was ist hier los? Hier so Zeitlupe. Ach, ich bin ja geduckt. Ja, dann kommen wir auch nicht vorwärts. Hier gibt nichts zu holen. Wenn wir schnell das Fleisch kochen und braten und dann mal was essen können. Bevor wieder schlecht wird, ne? So. Kann man auch mit Gas geben? Nee, hört nichts. Wir gehen dann mal nach Hause. Ups. Ja, wollen wir uns stärken. Mal gucken, wie wir am besten Gas geben. Fahrrad ist gefährlich, ja, das ist. Hocks, hock. Tust dir weh. Und Hütte noch reparieren. Kommt alles noch gemacht. So, ich habe nur 3 Wasser. Brauche mehr Wasser. Kochen wir uns ab.
Siehst du. Jetzt haben wir zwar wenig Schisspulver. Ein bisschen einschmelzen. Dann brauchen wir noch Schießpulver und Nitrat und naja. Und Ei. Da werden wir gleich gekochtes Fleisch. Schüttler jetzt so. Brennstoffe. Oh, drei Rolls habe ich noch. Dann gehen wir gleich raus. Das Ei immer gleich essen. Ich bin so schwach auf dem Bein. Und dann werden wir uns gleich mal um die Holz kümmern, ne? Beziehungsweise wir laufen kurz mal rüber zum Haus und machen uns die Munition fertig. Ich glaube die Tür, Baum, Blätter, da laufen wir fix. Wir sind schneller als ein Fahrrad. So, das hätten wir schon mal. Hundertzwölf. Ja, so Schießpulver haben wir, ne? Und mal schauen, dass wir wieder Kohle kriegen und Nitrat. Wenn Munition ausgeht, das ist eine Katastrophe. Allgemein, ne? Besonders dann, wenn wir in Häuser reingehen wollen, wo viele Zombies sind, dann brauchen wir massiv Munition. Und hier vorne ist immer eine Bleimine, eine Nitratmine und die Kohle vor der Haustür. Hier haben wir hohe Luft. Da muss er noch arbeiten. Stein und hier. Muss einer sein, ich brauche unbedingt Munition. Ist auch viel Erde drumherum. Muss wieder Off-Teams machen und dann entsprechend später. Gut, da kriegen wir noch raus. Ja, gut. Oh, ist auch Eisen. Ist hier auch Kohle? Den lassen wir mal stehen, dann können wir das mal gut leicht finden, ne? Hier mal zur Kohle. Der Holz. Ich brauche so viel Holz. Das wächst zum Glück schnell nach. Es gibt zwar genug Bäume in der Umgebung, aber wenn man vor Haus Bäume hat, ist irgendwie schnell erledigt. Die Schmiede braucht viel Holz.
Hauptsache, ich finde meine spezielle Munition und ich kann die irgendwann herstellen. Für unsere abgesägten Schrotflinte, was das ist, glaube ich. Das macht es dann für uns anders leicht, ne? Letzte Baum für erstmal, ne? Und dann machen wir Kohle. Kohle ist ganz wichtig für Schießpulver. Sauber, gut, dass ich gleich weggehen, ne? So. Nur freigraben. Das heißt, unsere gute Schaufel. Wasser können wir nach oben nehmen. Wasser wollten wir einkochen. Hat sich erledigt, ich hab Durst. Deswegen ist die Ausdauer so schlecht. Halt, da. Bin ich schon zu voll. Immer musst du doch mal rumlaufen. Weg damit. Hier hat einer rum, das ist nicht gut. Die werden wir noch erledigen. Das ist unser Haus unsicher. Na gut, hier in den Fahnen laufen sie garantiert rein. Gehen wir hier hin. Junge, Junge, kamen die alle her? Sollen wir gleich reparieren hier. Und zwar... Da werden wir gewaltig mit auffrischen müssen hier. So, Kohle später. Wir müssen mal sehen, dass wir ins Haus kommen. Wasser abkochen, trinken. Und irgendwann noch einen Tee machen, ne? Falsch, hier geht's lang. So. Ach so. Das nehmen wir rüber und dann werden wir gleich Das brauchen wir nicht, wir brauchen alle hier. Trink.
Kochen. Das war ein bisschen heiß, aber das ist ja genau. Irgendwann kochen. Tja. Die muss repariert werden. Dann brauchen wir noch ja, dann muss man oben bleiben. Erstmal. Also können wir da hinpacken. Fleisch. Dann bevor das schlecht wird, ne? Erstmal auf. Ja, wird so einfach behalten das Fleisch, ne? Hier ein bisschen Gram. Ups. Das Zähne, da haben wir eh heute geschafft. Heute Nacht werde ich ein bisschen graben unter der Erde, um da zur Kohle hinzukommen. Kurz noch ein paar Dings herstellen, mal Wutz. Aus Holz. Ein paar reparieren, ne? Wäre nicht ganz schlecht, wenn wir hier dauernd hier. Da ist der. Weiß, warum der kaputt gegangen ist und unten gegangen ist. Das verstehe ich nicht. Das bringt ja auch immer nichts, ne? Da kann er ja keiner schießen. Wo ist gefährlich für mich? Bin der Profi. In reintreten in einen eigenen Falle. Aber wenn ich die Mine unterirdisch machen wollte, will, mache ich immer ein Loch. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Dann seid mal Tschüss und wir winken schon. Einfach mal wieder reinschauen, ne? Danke. Einfach so. Ihr müsst ja nicht, aber sehr schön. Es geht morgen weiter. Wird spannend. Denke ich mal, ne? Tschüss. Morgen werden wir ins nächste Haus rangehen und ein bisschen plündern. Ciao.